Ja, moin! Mit den wachsenden Fähigkeiten der künstlichen Intelligenzen habt ihr euch sicherlich schon mal die Frage gestellt, kann eine KI eigentlich eine Stadt designen? No. Also wahrscheinlich habt ihr das nicht, ne? Aber tut mal bitte so. Was ein Zufall! Ich habe mir die gleiche Frage gestellt und habe deswegen verschiedene Persönlichkeiten durch eine KI verkörpern lassen, um eine Stadt in City Skylines zu bauen. Und was soll ich sagen? Das Ganze lief ausbaufähig. Alles hat angefangen mit dem Charakter Alman Achim, der uns alles voller Landwirtschaft gepumpt hat mit den längsten Traktoren, die du dir ausdenken kannst. Diesen ganzen Vierlefanz hat Kim Jong-un zu verantworten. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was das alles soll. Ach ja, und er wollte auch so 500 Ölbohrtürme für sein Gummienten-Imperium. Der Typ hat wirklich nur Scheiße gebaut. Karl Marx hat dann versucht, die ganze Stadt zu retten mit tatsächlich akzeptablen öffentlichen Nahverkehr. Abgesehen von was auch immer der Zug hier vorhat. Und schlussendlich hat Horst Lichter durch den fettesten Wurstapparat auf diesem Planeten für Kreuzfahrten auf der Scheiße gesorgt. Hä? Also jetzt mal no joke, was soll das Ganze eigentlich? Anyway, wir versuchen heute diese Stadt weiter auszubauen, aber nicht ich werde entscheiden, was wir bauen, sondern ChatGPT. ChatGPT wird uns dabei mit einer Chance von 50% Anweisungen als einer von zwei Charakteren geben. Auf der einen Seite haben wir Mr. Beast. Interessiert an viel Geld und unabhängig vom Wohlergehen seiner Bewohner, verspricht er seinen Wählern einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und auf der anderen Seite haben wir das logische Gegenstück zu Mr. Beast? Papst Franziskus. Welcher versucht, mit den bekannten christlichen Werten Neustadtopia zu einem besseren Ort zu machen. Deinen jungen Und ja, die Stadt heißt wirklich Neustadtopia. Das hat der Alman Achim so benannt. Okay, lasst mich da raus. Naja, schauen wir mal, was wird. Was wird? Also, was im Moment das Hauptproblem unserer Bewohner ist, sind die Steuern. Die haben wir irgendwann willkürlich auf 13% gesetzt und mittlerweile sind die scheinbar etwas zu hoch. Kann ich gar nicht verstehen. Ich meine, so schlecht geht's den Leuten hier auch nicht, abgesehen von dem Tsunami, der hier mal wieder kommt. Ja, ich musste hier kurz den Fluss umsetzen, okay? Das ist nur temporär, das ist gleich wieder weg. Ich frag mal nach, was wir da tun sollen. In diesem Video senken wir nicht einfach die Steuern, wir machen daraus die ultimative Herausforderung. Jeder Bürger bekommt die Chance, in einem riesigen Wettbewerb anzutreten. Wer es schafft, einen Monat lang ohne jegliche Ausgaben zu überleben, bekommt seine Steuern komplett erlassen. Für alle anderen, verdoppelte Steuern. Das wird episch und richtig spannend für die Zuschauer. Das klingt so nach der schlimmsten Idee, die du dir hättest ausdenken können, mein Freund. Aber was bedeutet denn eigentlich ohne Ausgaben überleben? Dürfen die einfach gar keine Dienstleistungen haben und eigentlich auch keinerlei Anschluss zu Gewerbegebieten? Ja, da könnte man ja einkaufen, also wo kommen wir denn da hin? It's now illegal. Ich locke hier gerade mal so eine kleine Straße voller Leute an und mit anlocken meine ich durch solche Sehenswürdigkeiten wie die leere Containerwerft. Ja, die Leute in dem Game haben komische Vorlieben. Dann warten wir kurz, bis das die Menschen es geschafft haben, durch diesen Stau hier einzuziehen und danach löschen wir mal wieder jeglichen Kontakt zur Außenwelt und alle Attraktionen. Klingt totale Scheiße. Vor allem, es ist so scheißegal, wer das Ganze hier schafft. Wir müssen danach für den kompletten Rest der Stadt die Steuern verdoppeln. So, die rennen mir alle weg. Wenn ich das richtig sehe, sind jetzt überall Menschen eingezogen. Allesamt ungebildet, so kenne ich das von meinen Städten. Und jetzt viel Spaß mit einem Monat absolute Qual, damit ihr euch danach halbwegs ein normales Leben finanzieren könnt. Normalste Mr. Beast Challenge. Ich bin mir jetzt auch unsicher, in welchem Szenario das ganze Projekt hier die Steuerprobleme von allen anderen Menschen lösen könnte. Aber wir vertrauen mal der künstlichen Intelligenz. Oh, Digga, das war eine richtig dumme Idee. Oh. Ich setze auf das Haus mit fast nur dummen Rentnern. Ein bisschen Entertainment haben die Leute hier ja, nämlich einen Ausblick auf den wahrscheinlich dümmsten Verkehr, den du dir ausmalen kannst, voll mit Menschen, die nicht wissen, wie man mehr als eine Spur benutzt. Müssen wir eine Ecke zu schlau. Und der Erste ist verreckt. Jetzt fangen die an, bei sich gegenseitig einzubrechen und natürlich erstmal auf die Rentner gehen. Wie asozial seid ihr denn? Und mal kurz ganz anderes Thema. Wer ist denn Mr. Whoopi? Heißer Schlüssel. Aber guck mal hier, die Rentner, ne, haben als einziges schon ein rotes Warnsymbol, aber brechen nicht als erstes zusammen. Das ist nur die alte Generation, die nicht so verweichlicht ist. Und mit widerstandsfähig meine ich, die schaffen es, sich 3000 Folgen Lindenstraße zu geben. Das ist schon eine Leistung. Und die haben jetzt scheinbar den Einbrecher rausgeschmissen. Wie habt ihr denn das jetzt geschafft? Never mind, sie haben sich selber rausgeschmissen. Die Leute geben hier wirklich ihr Bestes beim Überleben. Sobald deren Haus einbricht, weil das Leben so scheiße ist, bauen die einfach ein neues. To be fair, es ist auch schwierig, hier wegzukommen. Wenn man nicht gerade tot ist. Wir unterbrechen das Programm ganz kurz. Die Twin Towers sind eingestürzt. Das ist hier nicht inszeniert, ne? Das passiert gerade wirklich. Ach du Scheiße. Jawohl, flieg noch mittendurch. Naja, die Feuerwehr wird das schon hinbekommen, ne? Wir gucken mal zurück zu unserer Stadt.
Wir verschärfen die Challenge. Jedes Mal, wenn ein Haus zusammenbricht, löschen wir diesen Slot. Heißt, hier kann niemand mehr einziehen. Und damit dünnt sich das Feld schon deutlich schneller aus. Wie viele jetzt auch einfach in einem Haus wohnen? Die flüchten hier alle zusammen. Top 3, Top 2. Und wir haben einen Gewinner. Hauptsächlich kleine Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst wieder verbunden mit dem Rest der Zivilisation. Und dafür bekommst du jetzt aber eigentlich auch nichts. Aber alle anderen werden bestraft. Freust du dich? Dann lach doch mal. Das Spiel ist pausiert und ich sehe trotzdem im Hintergrund, wie die Beschwerden über die Steuern hochgehen. Ich meine, ich kann nicht wirklich den Steuersatz nur für dieses eine Haus festlegen, aber ich kann den Steuersatz nur für ihn leicht senken. Ne, wäre ja keine Mr. Beast Challenge, wenn man wirklich das bekommen würde, was einem versprochen wird. Ja, das finden die Leute jetzt aber nicht ganz so lustig. I'm sorry, aber wir müssen uns da direkt schon wieder Hilfe holen. Meine geliebten Kinder, ich verstehe eure Sorge. Doch bevor ihr geht, lasst uns ein großes Monument des Glaubens errichten. Eine gigantische Kathedrale im Zentrum der Stadt, so strahlend, dass sie eure Herzen wieder erleuchtet. Wir werden die Steuern mit göttlichem Segen senken, aber auch jedem, der bleibt, ein kleines Fläschchen Weihwasser schenken. Denn nur der Glaube kann uns retten, nicht das Geld. Und denkt daran, ich liebe euch alle, außer jene, die der Kirche nicht spenden. Amen. Ich gebe der Stadt noch 10 Minuten, dann sind wir am Arsch. Also mal gucken, ob unsere Maßnahmen den Menschen helfen. Wir probieren es mal mit einer Kirche, dazu noch eine Kirche, eine ziemlich hässliche Kirche, eine hübschere Kirche, die aber, warum auch immer, von dem Game als Müllentsorgung klassifiziert wird. Und weil die letzte zu schön war, noch eine hässliche Kirche. So, gesegnet seien eure Steuerschulden. Simsalabim, hat's funktioniert? Fand ich auch nicht lustig. Das ist einfach absolut respektlos gewesen von ihm. Scheinbar nicht, aber wir sollen ja auch noch Weihwasser verteilen. Die kleinsten Wassermengen, die ich setzen kann, sind aber immer noch viel zu groß für die Stadt und würden einfach nur für Chaos sorgen. Also setzen wir das Wasser dort ein, wo die Kanäle zu tief sind, damit unsere Luxuskreuzfahrten auch mal wieder an den Steg rankommen. Wir setzen uns ja für Realismus ein, also darf die Kirchensteuer auch mal die Reichen unterstützen. Hat jetzt der Stadt aber tatsächlich relativ wenig geholfen. Wir brauchen da jetzt wirklich Maßnahmen. In diesem Video bauen wir nicht einfach nur eine Steuerreform, wir schaffen das ultimative Steuerparadies. Wir verstecken überall in der Stadt riesige Geldbündel und jeder Bürger darf sie suchen. Wer eins findet, bekommt nicht nur seine Steuern zurück, sondern auch einen Jahresvorrat an kostenlosen Lebensmitteln. Aber aufgepasst, wer nichts findet, muss doppelt so hohe Steuern zahlen. Das wird die Stadt so richtig aufmischen und ein episches Abenteuer für alle werden. Mann! Ich kann hier solche Geldbäume auf die Stadt verteilen. Und zwar hier, 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 hier und hier. Das klingt jetzt erstmal alles dämlich, aber tatsächlich erhöhen Parks wie diese den Bodenrichtwert und die Leute sind bereit, mehr Steuern zu zahlen. Da wir aber für den Rest schon wieder die Steuern verdoppeln müssen und deswegen jetzt auf dem Maximalwert sitzen, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, das bringt einen absoluten Scheißtrick. Ne, wie findet ihr das? Hoppala, ich habe immer noch die Pokémon-Mod installiert. Ich versuche mal, die Bäume etwas attraktiver zu machen. Das hier gleicht doch safe die beschissenen Steuern aus. Plot-Twists sehen meine Bewohner anders und das Bewohnerwachstum geht langsam ganz schön in den Keller. Können wir bitte, bitte, bitte einfach die Steuern senken? Aber natürlich, meine geliebten Kinder, lasst uns die Steuern mit einem Segen senken und stattdessen auf die Großzügigkeit der Gemeinschaft vertrauen. Doch vergesst nicht, eine kleine Spende für den Bau unseres neuen Denkmals des Glaubens zu hinterlassen. Denn wahre Hingabe zeigt sich im Teilen. Und bedenkt, ich liebe euch alle, aber ein bisschen mehr, wenn ihr spendet. Amen. Also, dass wir die Steuern ersetzen durch freiwillige Spenden, klingt für mich tatsächlich danach, dass wir sie jetzt wirklich mal senken dürfen. 0% lässt das Game sowieso nicht zu, also so 8% können wir denen schon abzwicken. Naja, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Halleluja. Darauf erstmal eine unfassbar teure Christusstatue. Dafür die Traktoren segnen. Dieser ganze Steuerbums war jetzt wirklich asozial für unsere Bewohner. Also würde ich mal sagen, nutzen wir dieses finanzielle Polster, was wir uns jetzt aufgebaut haben, und erweitern die Stadt. Insofern seine Heiligkeit oder Mr. Beast da keine anderen Ideen haben. Oh boy. In diesem Video bauen wir nicht einfach eine Stadt, wir bauen die extremste Stadt der Welt. Jeder Bezirk wird zu einer eigenen Herausforderung. Hochhäuser an Klippen, schwebende Inseln und ein Bezirk, in dem man nur per Fallschirm landen kann. Diese Stadt wird nicht nur größer, sondern ein einziges Abenteuer, das die Bewohner nie vergessen.
verlassen werden. Das habe ich auch anderes erwartet. Honestly, hätte schlimmer sein können. Wir machen die Klippen mal hier oben über dem Kommunismus. Aber hey, Rababs, wieso machen wir das denn hier oben? Gute Frage, Timmy. Wir hatten hier unten mal unsere Abwasserentsorgung. Ich setze jetzt hier alles voller Bäume und sobald das Spiel registriert, hey, hier ist alles komplett versifft, verwandeln die sich in solche Spikes. Kommt halt für Mr. Beast gut auf dem Thumbnail an. Wie nah können die Menschen hier eigentlich an der Kante wohnen? Ja, ich glaube, knapper geht's nicht mehr. Nee, das ist schon wieder zu nah. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Übrigens, optimale Platznutzung von dem Game, dass die Menschen nur hier genau in den Zwischenräumen einziehen, wo eben kein Platz ist. Wie kann man so dumm sein? So habt ihr da nichts Besseres gefunden, als genau in den Lücken zu wohnen. Und um zur Stadt hinzukommen, muss man hier einmal über den maximal ineffizienten Staudamm drüber fahren, damit die Leute auch wissen, auf welche Scheiße sie sich hier einlassen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir pumpen exakt vor dem Damm das ganze Wasser ab, damit der stabile 16 Megawatt produziert. Also können von dem kompletten Damm laut der erstbesten Internetquelle, die ich finden konnte, circa 8 Einpersonenhäuser davon leben. Beschissener geht's halt kaum mehr. Dann setzen wir mal die Gebiete fest und passen auf, dass die Menschen nur an der Klippe einziehen können. Yep, genau so soll das aussehen. Und Jesus brauchen wir hier oben. Wer hat das denn Design? Und manche haben hier oben sogar den Luxus, dass sie ein Haus haben, das 2 Felder lang ist. Und was machen die? Bauen ihr Haus auf das hintere Feld. Sollen wir eigentlich mal schauen, wie unsere Finanzen ohne die Mr. Beast Goldbäume aussehen? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Und wir sind 100k im Minus. Aber jetzt, wo die Leute wissen, wie beschissen Steuern eigentlich sein können, akzeptieren sie bestimmt wieder die 13%. Die Leute hier oben an der Klippe wurden jetzt auch instant alle krank. Ich habe die Befürchtung, dass die Scheiße von da unten bis nach oben zieht. Ergibt wahnsinnig viel Sinn. Also ein Gebiet, das man nur mit dem Fallschirm erreichen kann, wird in diesem Game nicht möglich sein. Wir können hier aber eine Seilbahn runterstürzen. Ausgehend vom Jesus Booty. Oh. Ist das absolut respektlos? Ja, machen wir es trotzdem? Definitiv. Aber wo landet man eigentlich, wenn einen Jesus in die Tiefe schickt. Jesus weiß, dass du unartig warst. Du weißt genau, was dich hinter dem Wasserfall erwartet. Gesponsert von der Agentur für Arbeit. Aber glaubt mir, es ist noch viel schlimmer, als ihr denkt. Getarnt als Recycling-Container leben sie zwischen uns. Die Sportfreunde Stiller. Zumindest ist das so, wie ich mir persönlich die Hölle vorstelle. Und wer hat hier seine Gartengarnitur stehen lassen? Ich bin auch froh, dass wir uns so ein dickes finanzielles Polster angefressen haben, weil ihr wollt gar nicht wissen, wie viel der ganze Scheiß hier drinnen kostet. Ey, da kommt der erste Besucher. Was will uns Jesus damit sagen, dass der hier als erstes einen Furry runterschickt? Naja, müsst ihr jetzt interpretieren. Was hält denn eigentlich der Papst davon, was wir hier machen? Meine geliebten Kinder, ich habe eine göttliche Eingebung. Anstelle der Hölle errichten wir das größte himmlische Freizeitparadies der Welt. Jeder Besucher darf auf einer riesigen Rutsche aus Wolken in ein Becken voller Weihwasser gleiten. Der heilige Segensplash. Hold up! Moment! Kann der Papst bitte nicht Menschen, die gerne Rutschen vollspritzen? Wäre ich dir sehr verbunden. Außerdem, hast du irgendeine Ahnung, wie lange das gedauert hat, die ganze Scheiße hier zu bauen, als ob ich das alles abreiß? Und was haben eigentlich die ganzen Vögel in der Hölle verloren? Naja, bauen wir den Spaß mal um. Und mit umbauen meine ich, wir klatschen alles oben drauf. Wer Spaß will, muss auch leiden können. Alright, Leute, wer will angewichst werden? Halt, stopp! Also, als ich heute die Aufnahme gestartet habe, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich heute ein Lava-Loch in einem Freizeitpark baue, wo man Sportfreunde Stille hört und dabei vom Papst angenudelt wird. Aber es scheint ja gerade bei den Touristen wirklich gut anzukommen. Heißt, wir lassen das Ganze mal stehen und schauen, wie wir finanziell mal wieder ansatzweise ins Plus kommen. Am besten ohne Steuererhöhung, es heulen jetzt schon wieder alle rum. In diesem Video bauen wir das spektakulärste Wohngebiet, das je gesehen wurde. Wir errichten riesige Hochhäuser mit luxuriösen Apartments und jedes Gebäude wird mit einem eigenen Freizeitpark auf dem Dach ausgestattet. Aber Achtung, um einzuziehen, müssen die neuen Bewohner einen extremen Abenteuerparcours durch die Baustelle absolvieren. Das wird nicht nur ein riesiges Wohngebiet, sondern auch die größte Attraktion der Stadt. Zumindest die erste Hälfte klang ja gar nicht mal so scheiße. Ich würde das Ganze hier rechts zum Kommunismus hinsetzen, einfach weil auf dieser Seite die Autobahn noch nicht so sehr überlastet ist. Und dann machen wir so hässlich wie nur möglich einfach nur fett viel Wohngebiet, damit wir finanziell uns auch mal wieder irgendwas leisten können. Dann verbinden wir das Ganze sinnvoll mit der Autobahn, sodass sich der Verkehr bestmöglich aufteilen kann. In meinen Augen macht das Sinn. In der Praxis werden wahrscheinlich alle nur die erste Auffahrt benutzen. Wenn die Leute dumm sind, kann ich da aber auch nichts dafür. Die ganzen Achterbahnen sind leider einzigartige Gebäude, heißt, ich kann nur ein einziges davon bauen. Was allerdings öfter geht, ist das Riesenrad. Es macht halt auch Sinn, viele verschiedene Achterbahnen zu haben, weil das würden Leute fahren. Aber welchen Sinn haben denn eigentlich so viele Riesenräder?
Riesenräder. So, du siehst doch von jedem genau das Gleiche. Was willst du denn machen? Die anderen Riesenräder angucken? That's the plan. Aber gut, wenn Mr. Beast sagt, wir brauchen hier jeden dritten Furz ein Riesenrad, dann brauchen wir das wohl. Gebt mir mal eine Sekunde. Oh. Ich habe nachgezählt, die Stadt hat 99 Riesenräder. Freue ich mich. Die sind zum Glück tatsächlich ziemlich billig und es ziehen hier schnell Menschen ein. Oh, hold up, das Wasser wird knapp. Meine geliebten Kinder, wenn Wasser knapp wird, lasst uns das Wunder der göttlichen Versorgung in Anspruch nehmen. Wir errichten eine heilige Quelle im Herzen der Stadt, die ständig mit frischem Wasser aus den himmlischen Reichen sprudelt. Jeder Bewohner darf einen Krug dieses gesegneten Wassers mitnehmen und wir beten gemeinsam für endlosen Nachschub. Bedenkt, dass jeder Tropfen aus dieser Quelle mit Liebe und Glauben gesegnet ist. Amen. Im Herzen von der neuen Stadt? Also ich behaupte mal, dass Wasser abzapfen außerhalb vom Stadtgebiet meistens schlauer ist. Aber gut, der Papst wird schon wissen, was er tut, oder? Ein Wunder, es strömet das heilige Wasser aus. Aber seht nur dort auf dem Wasser. Es ist Jesus, den ich bei starkem Wellengang etwas zu tief gesetzt habe. Scheiße, Jesus ist zusammengebrochen. Okay, nochmal von vorne. Seht nur, es ist Jesus. Jesus und der heilige Wasserbohrturm. Das ist eine neue Story, die kommt erst in Bibel 2 raus, deswegen kennt ihr die noch nicht. Halleluja. Oh ne, Jesus hat mich zu sehr abgelenkt. Ich habe schon wieder die Müllentsorgung vergessen. Wie kann man das eigentlich bei jeder zweiten Stadt passieren? Das ist ein sehr lautes, dummes Organ. Oh, was ist hier los? Wenn man Jesus auf sehr direktem Weg kennenlernen möchte. Da fällt mir ein, wir sollten ja auch noch eine Challenge bauen für alle, die in diese Stadt reinziehen. Das kombinieren wir dann mal ganz elegant mit der brennenden Müllhalde. Dann dürfen jetzt alle einmal durch die neongrün verseuchten Müllhalden durchfahren. Keine Sorge, das Jesuswasser rettet euch. Müsst nur mit dem Kollegen hier einmal kräftig eintunken. Und ich sehe gerade, die Scheiße aus der Kreuzfahrt erreicht langsam unsere normalen Wasserpumpstationen. Voilà, fertig ist die schwäbische Schorle. Upsi, meine ganze Stadt stirbt. Das ist ein ganz klares Zeichen. Wir sollen unsere ganze Stadt mit Jesus Bathwater versorgen. Damit sind wir immer noch 100.000 im Minus und unsere komplette Stadt verreckt. Muss die nächste KI jetzt retten. Dankeschön dafür, Alblali. Und wenn dich das Video unterhalten hat, würde es mich riesig unterstützen, wenn du den Channel abonnierst. Ich kann in meinen Analytics sehen, dass die meisten Zuschauer von diesem Kanal immer und immer wieder auf den Kanal zurückkommen, allerdings nie abonnieren. Falls du dich dabei angesprochen fühlst, das Abo ist kostenlos und würde mich riesig unterstützen, Bums wie diesen hier jede Woche weiterhin zu produzieren. Und wo wir schon bei der Eigenwerbung sind, wenn dieses Video rauskommt, bin ich gerade live auf Twitch. Der Link ist in der Beschreibung. Okay, tschüss.